Ja, dann mach mal den Hebel hier. Ab geht's runter. Leute, ich bin gerade sehr episch hier runtergefahren und jetzt habe ich. Jetzt läuft's. Jetzt krieg's hin. Nee, hier nicht runter, da stirbt er. Ich kann jetzt eh nicht mehr rauf, also jetzt ist sowieso vorbei. Prost! Ne, den lasse ich einfach hier. Das interessiert mich nicht. Da lang. So. Das wäre es fast gewesen. Fast wäre ich da rein. Drachental. Drachental ist cool. In den Tunnel zu den Leuten mit dem Hyperknüppel. Genau. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, hier wäre noch ein weiterer Weg. Nö, dann geht's hier halt nicht weiter. So, dann hier. Wieder links. Und wieder links. So, und dann wollen wir aber mal an den Drachen vorbeischleichen. Vielleicht geht das hin. Wieso schläft er da auch? Das ist halt sein Bett. Das ist nicht sein Bett, das ist nur sein Abhang. Das ist ein Drachenbett. Ja, und vor allen Dingen, dann kommen die Leute und malen dahin. Achtung Drache, wenn du schon direkt vor seiner Schnauze stehst. Scheiße, der pennt nicht mehr, der ist schon wach. Den haben wir beim letzten Mal geweckt. Gute Nacht. Ja, der kotzt da einfach nur, damit ich mir jetzt keine Sorgen mache, oder so? Ja, damit ich da nicht reingehe, das ist auch einfach sein Ding. Achtung! Als wenn hinter dem Drachen noch freundlichere Sachen sind, ne? Ja, kannst ja mal versuchen. Wer geht ins Bett? Bin ich gesehen. Moja, gute Nacht. Ja, da ist ein kleiner Drache, den packe ich. Pass auf, ich komme auch noch von hinten. Wo ist eigentlich Schleichen? Nee. Der sieht mich natürlich wieder. Aber er kann wieder lasern. Ja, ist okay. Dann laser dir halt mal dein Leben zurecht. Schild hoch. Nee, ich will den Schild benutzen. Mach mal den Schild, nee, das ist der Fall nicht mehr. Ist egal. Hey. 9? 9. Prost übrigens. Prost. Zack. Das war Zapdos, genau. So. Gibt's hier noch irgendwas? Moin. Achtung, Feind. Er hier oder was? Er ist der Einzige, der mich hier nicht angegriffen hat. Er und dieser komische blonde Typ da. Es muss doch auch irgendwo noch eine andere Möglichkeit geben, irgendwo hinzukommen. Da unten, Arschbombe, ins Wasser. War das eigentlich ein Drache oder was, ein Vogel? Da hinten ist ein Leucht irgendwas, das habe ich noch nicht gesammelt. Das bedeutet, da waren wir noch nicht. Oder wir waren da schon. Das Spiel hat sich das einfach nicht gemerkt, weil man hier jeden Scheiß 100 Mal machen muss. Das kann natürlich auch sein. Nee, ich bin einfach nur nicht dahinter gegangen. So. So. Hier lang. Hä? Okay. Okay, du hast gesagt, geh mal bitte rechts von dem Typen aus. Von dem Typen aus. Ne? So. Rechts. Und dann hier rechts runter, oder wie? Ne, da ist wieder die, da waren wir auch überall schon. Das haben wir schon gemacht. Das sind die Bösen. Der Weg, wo man lang muss, das ist der, der am gefährlichsten ist.
Schatz, magst du gleich nochmal Laudings Geschnarche abspielen? Mhm. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Rechts von dem Typen. Rechts von dem Typen aus. Du hast gesagt, rechts von dem Typen aus. Das ist in seiner Position rechts lang. Bei Quiplash war einfach alles abgelenkt. Das ist gut. Hier gehe ich lang. Eieiei, hier ist gut. Das, oh, ich habe das Gefühl. Ja, den schaffe ich. Den schaffe ich. Das weiß ich. Das ist so ein viel Lärm und nichts Typ. Oh, boah, guck das an. Alter Schwede, zwei Schläge weg ist er. Ja. Und er hier. Jetzt bin ich hier der Meister. Und du schießt auch noch. Womit auch immer. Hast keine Animation fürs Schießen, aber schießt trotzdem, ne? So einer bist du. Ne, die bewerfen mich da von oben. Ach, genau. Ich sollte vielleicht nicht mehr alle Gegner aufsammeln und dann... Na toll. Beefcage! Beefcage! Und die 10. Aber ich weiß zumindest, wo ich lang muss. Ich weiß zumindest, wo ich lang muss. Das ist schon eine ganz große Steigerung. Mm. Ah, Dankeschön, Dankeschön. Kann ich den hier runterschubsen? Kann ich da selbst rein? Nee, wäre lustig gewesen. Das ist nicht der Zug, das ist Laudings. Du meinst, warum der so heißt? Okay. Was war das denn für ein Hyperangriff? Habt ihr das gesehen? Das sah nur so komisch aus. Ja, er da hinten, ne? Aber er da oben auch. Beide. Ich gehe erst rauf. Den mache ich erst. Den anderen kriege ich auf die Brücke runtergeworfen. Das ist nicht so schlimm. Kann ich eigentlich seine Böller mitnehmen? Okay. Runterrollen. Ne, ich habe nicht auf angesehen gedrückt. Ich wollte das gar nicht. Das ist alles nur ein Trugschluss. Können wir nicht Pokémon Snap spielen oder sowas? Und jetzt meine Sachen mitnehmen. Verloren ist gut, zurückgekehrt. Verlorene Maddie, zurückgekehrt. Verlorener Sohn, zurückgekehrt. Kann ich eigentlich zwischendurch da auch mal speichern oder muss ich immer hierher? Und wenn ich einmal auf die Fresse gekriegt habe, dann war es das. Genau. Geh da in den Fluss. Lass dich doch runterspülen hier. Ich glaube, ich muss in den Fluss. Kann ich mich auch da dranhängen und hochziehen? Das wäre cool. Dann müsste ich jetzt hier nicht in den Fluss. So, erstmal in beide Richtungen gucken. Genau. Was ist das denn? Ihr hattet wohl gedacht, dass ich dadurch sterbe. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Ja, zwischendurch speichern, kurz vorm Boss vielleicht. Oder halt nicht alles nochmal neu machen müssen. Jetzt sie von dieser Seite nicht öffnen. Dann greif doch halt mit deiner Hand da durch. Das ist unglaublich. Einmal mitdenken. Einmal mitdenken. Okay. Stadt der Untoten, das ist gut. Bäm. Da kann sich zwar jeder Idiot irgendwo verstecken. Und ich krieg dafür natürlich die Schelte. Ist die Höhenkriegerrüstung besser?
Am besten direkt, wenn er vor mir steht. Da wechsle ich. Oh Mann! Dieses Menü da oben, ne? Ich vergesse immer, dass ich da zweimal drücken muss. Barrel Roll Attack! Und nicht runterfallen hier. Obwohl, warum nicht? Guck mal hier. Hier ist doch was. Nee, ich will nicht ans Lagerfeuer zurückkehren. Warum fragst du überhaupt? Ich will jetzt erstmal einen saufen hier. Irgendeiner macht hier Geräusche, die ich nicht gut finde. Sag mal! Das war kein Klimschliefer. Ich lasse mich doch nicht für Phase 2. Hallo! Und Ende. Tja! So ist das manchmal. Man kriegt doch alle drei Schritte in Hause fressen. Ja doch, das ist der Reiz. Und dann fängst du wieder direkt bei 0 an und musst wieder auf 27 hochklettern, nur damit du irgendwann auf 500 kommen kannst. Es ist schon witzig, aber man muss da schon eine ziemliche Toleranzgrenze für solche Schmerzen haben. Das Gerla, moin. Nur Schwule! Das wird dir noch leid tun. Am liebsten würde ich ihn auch noch... So. Bäm, bäm, bäm. Ah, yeah. Man lernt es auswendig. Das ist wie ein Kaizo Mario Hack, nur ohne Safe-Sex. Das ist so frech. Das ist frech. Ich hab nicht gesagt, man fängt immer von vorne an. Ich hab gesagt, man kriegt alle drei Schritte auf die Fresse. Ich hab gesagt! Ja, aber hat man mir geschrieben. Vorne mit F? Ich kann dann halt andere Sachen gut. Das ist okay. Okay, dann nehmen wir mal den zweiten und sie zur Brust. Und wenn man dann denkt, man hätte diesen einen Sturz überlebt, und dann kommt es gleich Runde 2. Das ist aber auch frech, dass er da steht. Ach so, mit meinem Stick kann ich die Ziele wechseln. Das ist endlich mal was Intelligentes. Ja, komm halt mal hier zu mir. Oh, ich gehe jetzt hier hin. Er wirft gegen die Wand. Ja, ist okay. Wenn du meinst, das ist das Mittel der Wahl, dann mach das so. Gerne. Die Waffe ist gut. Ich kann gleichzeitig Schild haben und dann immer nur so ein bisschen pieksen. Das ist perfekt. Hier so. Guck mal. Immer noch hinter dem Ding. Okay, jetzt komme ich hier die Treppe nicht rauf. Warte, ich habe hier was fast übersehen. Ich habe beinahe den Blutfleck nicht berührt. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Und jetzt nicht die Ratte vergessen. Hinterher tötet mich die Ratte. Und dann fangt ihr richtig an zu heulen. Alter. Und hier sind wir wieder. Ist hier wieder ein Tipp? Hilft er mir? Ne, ich kann den Tipp gerade nicht lesen, während ich verhauen werde. Ich weiß nicht, was er gegen die Waffe hat. Ich finde die ganz cool. Ja, das ist genau diese Feigling-Peaks-Methode. Die versuche ich ja auch gerade. Genau das. Das ist es. Das ist gut. Ich fühle mich gut dabei. Ich muss jetzt halt überall noch auswendig lernen, wo irgendwelche Viecher...
Und solche Feiglinge wie er hier zum Beispiel. Gute Nacht, Siruprinker. Gute Nacht. So. Gibt's hier eigentlich irgendwo was in sowas? Nee, ne? Immer nur in Kisten, die einen töten wollen. Gehen wir mal durch den Nebel. Schilde hoch. Gucken. Ausräumen. Leiche plündern. Seele, verlorene Untote. Was man auch immer damit anfangen kann. Austausch. Austausch. Was ging? Ja, genau. Zwei Durchgänge, wo überall Leute rauskommen können. Und ich muss mich jetzt natürlich entscheiden, welchen ich möchte. Ich find's nett von dir, dass du einfach weitergeflogen bist. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich find's nett, dass er nicht da geblieben ist. Okay. Versuch's mit Absprung. Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, ein Schild gezogen zu haben und rückwärts zu laufen? Außer dieses B. Das ist doch Unsinn. Und dann einfach nur ganz langsam rückwärts laufen. Nimm den Schild hoch! Jetzt. Vams! Ne, diese Rüstung brauche ich nicht. Okay. Mhm. Aber ich finde, ich mache mich eigentlich ganz gut. Das erste Mal. Nur, dass ich versucht habe, den Raben abzuwerfen. Was natürlich Blödsinn ist. Junge, eine Armbrust ist eine Fernkampfwaffe. Da hältst du nicht irgendjemandem ins Gesicht. Na, das macht man nicht. Du kannst so rückwärts laufen, wenn ich jemanden anvisiert habe. Ah, das ist natürlich Unsinn. Das ist ja sinnvoll, meine ich. What is this? Ist es genau das, was ich mir gedacht habe? Alter Schwede. Ich weiß, die sind alle wieder da, aber das ist mir egal. Ist mir egal jetzt. Hier. Und zwar sowas von Resistenz. Nötige Seelen. Ich hab das alles nicht. Nee, das soll nicht abgebrochen werden. Das soll bestätigt werden. Genau so. Mehr Resistenz. Prost, zweites Bonfire. Bei jedem Bonfire auch trinken. Ich bin mittlerweile so gut, dass ihr sonst nicht mehr zum Trinken kommt. Sag er und wird erstmal volle Möhre von so einer Armbrust getroffen. Hier können wir natürlich auch sehr feige farmen, ne? Aber sowas gibt es hier nicht. Wieso ist es eigentlich nicht so, dass meine heftigen Angriffe die Parade so zerstören? Das wäre mal cool, ne? Gut. Ich bin in eine Richtung gegangen, wo ich wahrscheinlich nicht hin muss. Hab dafür jetzt wieder ein Estus-Flakon reingehauen. Aber. Ja, ich glaub's auch, ey. Achtung! Ja, wer von euch wird wohl als Erster eingreifen? Wisst ihr noch, als ich den super pariert hatte? Das ist Vergangenheitsmusik. Okay, der andere hat schon Angst hier. Guck mal. Nee, so eine Lanze wie er die hat, die hätte ich gerne. Aber bitte in Deluxe-Ausführung. Oh, ich glaube. Ich glaube. Da muss ich jetzt mal was gucken. Der macht ja auch nichts, ne? Ach, man braucht ja für jeden Scheiß hier auch Ausdauer, kann das sein? Ah.
Ich will hier nicht farmen. Ich will hier Leute kaputt hauen. Verstehst du das? Mhm. Dafür ist es gut. Oh, Schilde hoch und nochmal. Nun, sei kein Dark Souls, ne? 13. oder Probus. Skala, denk dran. Nee, ich hab nicht den Niederlagensound von Hearthstone als Follower-Song. Wieso sollte das irgendjemand machen? Nee. Hier, guck mal, alle geklatscht außer ihn hier. Und er überrascht mich nicht mehr. Ich muss jetzt Michael und Heuchael hier kaputt hauen. Und das gehört heute noch auf die Agenda. Weil bisher bin ich nicht getroffen worden. Das soll doch verdammt nochmal so bleiben. Aber wie locke ich die Jungs denn aus der Reserve? Alter, das ist wieder genau sowas. Wenn ich nicht sofort weiß, die können das spüren. Ob ich Ausdauer habe oder nicht. Nee. Okay, dankeschön. Erster erledigt. Ach so, dann ist schneller Ausdauer regenerieren, wenn ich. Du verarschst mich doch wieder. So, komm her. Dead Man Walking. Das war so beides. Also einmal pariert und einmal nicht pariert, aber auch nicht getroffen. Achso, er kämpft ja, er greift ja immer öfter an. Ja, ja, ja. Chef. Ich bin dein Meister. Ich hau dir aufs Maul. Habe ich jetzt eigentlich wieder diese Böller? Oder sind die jetzt weg? Ja, die sind für immer weg. Habe ich gegen den Vogel geschmissen. Aber zumindest weiß ich jetzt. Oh Mann, ey, ist der nervig. Jetzt dreht er sich um, meine Chance. Nein, in die andere Richtung. Das war haushoch. Das war nicht knapp. Ja, das habe ich richtig gut gemacht. So. Verlorene Energie wiederhergestellt. Das habe ich mir verdient. Das habe ich mir sowas von verdient. Jetzt aber trotzdem Schilde hoch. Das kann ich noch öffnen. Das mache ich gleich. Aber erstmal möchte ich hier die Punkte ausgeben, die ich mir jetzt in mühsamer Kleinstarbeit erarbeitet habe. Aufsteigen. Ich weiß, dass alle wieder da sind und das ist mir egal, aber ich möchte das jetzt halt. Wieso habe ich eigentlich Kondition 12 und Zauberei 8? Ich hätte gesagt, dass ich Kondition an die 0 habe, so schnell wie er hier ausgelutscht ist. Schilde hoch für Arambel. Okay, erstmal den Fernkampf hier aus. Und dann seinen komischen Boy hier. Das ist doch kein Schild, das ist doch ein halbes Hemd. Wieso geht denn mein Schwert nicht einfach da durch? Irgendwas bewirft mich hier gerade noch mit Kot. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Jetzt schon. Ja, mache ich. Kein nix. Yeah. Geht die Tür auch wieder zu? Ja, die Tür geht wieder zu! Ah, ja! Da habe ich ja jetzt ein bisschen Chance. Ich glaube nicht, dass dieser Holzschild besser ist als mein Dragon Shield. Okay. Du musst es halt auch noch. Tut mir nicht leid. Jetzt muss ich aber mal rausfinden, wer hier die ganze Zeit wirft. Ach so, der da oben, da wo ich noch nicht hinkomme. Aber der trotzdem die ganze Zeit Stress macht. Ist okay. Nee, nicht den anvisieren. Sondern wer auch immer hier gerade drin ist. Also niemals zwischen zwei Gegner. Das habe ich schon mal kapiert. Und auch nicht zwischen drei, weil das ist noch einer mehr. Okay. Ach, der kann das auch! Sag mal! Hackt's bei dir? Kann ich Doppelschild machen und die beide mit Schildern verprügeln? Geht das?
Ich glaube ja, das geht, aber das ist irgendwie unsinnig. Ich kann auch mich einfach hinter den Dingern da verfrachten und dann gar nicht mehr weitermachen hier. Das geht auch. So. Nachricht lesen. Achtung, ja, links. Das ist so frech, weil in diesem Spiel, das, du wirst bestraft dafür, dass du neugierig bist. Jedes andere Spiel belohnt dich dafür. Hier kriegst du dafür auf die Fresse. Ach, hast du geguckt, was da noch ist? Bang! Das ist ein Scully-Hack nur als AAA-Titel. So ist es. Ist keine Hardcore-Challenge, ist einfach. Doppelschild, da kann ich doch keiner mehr. Kann ich hier wenigstens was essen? Oh, guck mal an. Natürlich will ich die auch untersuchen, wenn ich die aufgemacht habe. Was glaubst du? Will ich die einfach nur offen stehen haben? Wie so eine Hose? Nee. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Dann nimm doch deine Scheißhand und zieh die durch diese Gitterstäbe. Das ist nicht so schwer. Das kriegst du hin. Pedro Picante. Pedro Picante. Okay, hier ist wieder ein, hier sind wieder die Boys. Ja, am besten so lange rumlaufen, bis man ganz viele Gegner gesammelt hat, die alle gegen einen sind. Und dann erst kämpfen. So ist die Medi-Taktik heute. Ich gehe mal besser wieder rein. Da werde ich nicht beworfen. So. Jetzt mal ganz entspannt was trinken. Und dann geht's weiter hier. Schilde hoch. Immer entspannt bleiben. Ach, du bist es. Und da oben ist auch noch einer. Das liebe ich ja, wenn die so direkt über der Leiter sind, ne? Dann kletterst du rauf und zack, haut er dir einen auf die Nase. Genau das meine ich. Okay. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie alle sehr gefährlich sind. Wer hat was gegen meine Waffe? Meine Waffe ist cool. Meine Waffe ist super cool. Und damit zerstöre ich alles, was hier so rumläuft. Macht es Sinn, darüber zu springen? Müsst ihr nur wieder saufen. Und dann rutsche ich da nämlich aus mit dem Efeu und sterbe ich und dann ist vorbei. Das ist scheiße. Okay, weiter geht's. Generalschlüssel benutzt. Oh oh. Ich will wissen, was da steht. Achtung, Tränen. Ja, meine. Achtung, vor dir. Hinten? Was? Achtung vor dir hinten. Ist es dieses hinten, wovor wir gewarnt, wovor ich ihr wisst schon. Bestimmt ist das genau dieses hinten. Ach, das sind wieder zwei so Schildboys, ja, ja. Okay. Habe ja sonst nichts vor. Ich find's übrigens mal wieder sehr nice, dass er rückwärts die Treppe hochrollen kann. Das kann ich nicht. Und ich bin froh, dass er das kann. Okay. Es sind sogar drei. Und der dritte ist richtig böse. Meine Waffe ist obercool. Schilde hoch für Harambe. Ich sag's so. Der dritte, der ist es nämlich immer. Der letzte von denen. Der ist nämlich immer so. Wisst ihr, wie ich meine? So ist er, genau so. Okay, wie viel Kilometer ist das nächste Leuchtfeuer entfernt? Achtung vor dir, Soldat! Hier hätten die gestanden, ne? Ja, ja.